Auf englischem Rasen wächst derzeit ein neuer Landesheld heran. Sein Name Dieter Eils. Im hohen Alter von 31 Jahren wird er als zweikampfsüchtiges Dauerlaufwunder von der Nation entdeckt. Jan-Dirk Bruhns hat den Eils-Auftritt gestern beim Spiel gegen Italien dort gesehen, wo noch mehr Eils zu Hause sind, in Ostfriesland. Vor 15 Jahren wurde die B-Jugend des SV Hagel wenig überraschend Meister und Pokalsieger. Dass der Beste von ihnen einmal Nationalspieler werden würde, das kann der Trainer heute noch kaum fassen. Auch wenn ich ihn so spielen sehe, dann auch noch so in der Nationalmannschaft so sehe und wenn das denn so, wenn er da so in der Reihe steht mit diesen Großen da, wo er gar nicht dran gedacht hat, dass die da alles da mal so mit zwischenstehen, ne? Und dann wird so die Nationalhymne gespielt, dann geht doch schon ein bisschen unter die Gürtellinie denn, ne? Freut man sich auch mit. Und das sind schöne Freunde. Wenn die Nationalmannschaft spielt, dann sitzt halb Deutschland vor dem Fernseher. Ganz Ostfriesland fiebert mit Dieter Eils. Wir sind zu Gast im Vereinsheim des SV Hagel. In diesem Verein hat Dieter Eils das Fußballspielen gelernt. Mit diesen Jungs ist er mehrfach Bezirksmeister und Pokalsieger im Kreis Aurich geworden. Auch sein Trainer und sein Bruder Johann waren gestern dabei, als Deutschland Gruppenerster wurde. Mit Dieter Eils. Also mit der Nationalmannschaft habe ich auch nicht gerechnet. Eigentlich gar nicht mal, dass er Profi werden, dass er das schaffen würde. Denn er war damals ziemlich faul. Was überhaupt so weit gekommen ist, dass er bei Werder jetzt angekommen ist. So. Aber dass er denn Nationalmannschaft spielt, absolut nicht. Hätte ich überhaupt nicht mitgerechnet. Aber ich bin echt stolz auf ihn, muss ich echt sagen. Damit hat wohl niemand gerechnet, zumindest nicht in Oster-Uppgant. Einem Ortsteil mit 80 Einwohnern, der genauso wenig großen Fußball verspricht wie die dazugehörige Gemeinde. Hier ist Dieter Eils vor 31 Jahren auf die Welt gekommen. Hier, wo Ostfriesland genau so ist, wie man es sich vorstellt. Grün, friedlich und ganz schön flach. Oster-Uppgant hat noch nicht einmal einen Fußballplatz, doch das war für den Weg von Dieter Eils nicht hinderlich. Aufgewachsen ist er in Hage, einem 5000-Seelenort in der Nähe von Norden. Bis zum 19. Lebensjahr wohnte er bei seinen Eltern in einer Bäckerei, wo heute Mode ausgestellt wird. Johann wurde Bäckermeister, Bruder Dieter Fußballprofi. Und anders als Johann wird Dieter wohl nie mehr nach Ostfriesland zurückkommen. Jetzt nicht mehr. Jetzt sagt er ja selber, Bremen fühlt er sich wohl, da wird auch immer bleiben. Und ich glaube nicht, dass er hier wieder herkommt. Also, dafür ist er jetzt zu sehr, wie wir sagen, Stadtmensch geworden. Johann Eils ist 2 Jahre älter, trotzdem kickten beide gemeinsam für den SV Hagel, weil der kleine Dieter die Mannschaft des Bruders verstärkte. Und zwar als Stürmer, denn damals schoss Dieter Eils fast die Hälfte aller Tore. Heute ist er ja ein Defensivspezialist und schießt kaum Tore. Ja, das ist uns auch aufgefallen, aber bei uns hat er nur im offensiven Bereich gespielt. Und er war auch so ein Mann, er musste auch offensiv spielen. Er sah praktisch das Tor, nicht? Und da ging das drauf los, nicht? Und bloß wie gesagt, er war natürlich auch ein Spieler, ein guter Mannschaftsspieler, nicht? Und als Mannschaftsspieler hat Dieter Eils Karriere gemacht. Bei Werder Bremen und in der Nationalmannschaft. Aber Eils, auch heute wieder einer der zuverlässigsten. Eils, der Ostfriesen, allemal. Also bei uns hieß er eigentlich immer bloß Eili, aber diese Ostfriesen, allemal, ich finde, das passt auch erstmal gar nicht zu ihm und passt auch nicht zu dem Fußball, der hier gespielt wird. Wer ist denn besser, Dieter oder Alemão? Im Defensivbereich Dieter. Ja, ein relativ langweiliges Fußballspiel geht in England zu Ende. Die Reaktion im Vereinsheim in Hagel ist ostfriesisch euphorisch. Dieter Eils war mal wieder einer der Besten im deutschen Team, das hat auch Johann so gesehen. Und während der weiter Brötchen backen wird, wird Dieter Eils weiter Karriere machen. Denn dieser Ostfriese ist aus der Nationalmannschaft gar nicht mehr wegzudenken. Wenn ich nochmal auf die Welt komme, dann gerne als Ostfriese. Ich hoffe also, dass die Sendung Ihnen heute auch unter die Gürtellinie gegangen ist, muss Ihnen sagen, dass der Haftrichter in Sachen Hennemann noch nicht entschieden hat und kann Ihnen den Switch heute Abend ans Herz legen. N3 um 23 Uhr, unter anderem mit Detmar Kramer und Heiner Schimmeler, dem Spiegelmann, der das Buch über Steffi Graf geschrieben hat. Wir sehen uns morgen wieder, 18:20 Uhr. Tschüss.